Hallo, heute mal wieder ein kleiner Link-Tipp. Ich habe mich mal wieder im Internet umgesehen. Es gibt von freiesmagazin.de einen neuen Beitrag und zwar habe ich mir den runtergeladen. Wir haben Downloads Freies Magazin 1201. Dort gibt es schöne Beiträge, zum Beispiel über React OS. Das ist ganz interessant, ein Projekt, das versucht, ein Windows XP nachzubauen, aber ohne Windows-Programme zu benutzen. Dann, was ich vielleicht am Wochenende mal versuchen werde, nachzubauen oder nachzumachen, was hier steht: Kernel kompilieren nach Rezept. Das klingt interessant. Wir haben schon vieles geändert an unserem System, aber ein eigenes Kernel kompiliert haben wir noch nicht, beziehungsweise überhaupt mal ein Kernel kompiliert. Das dann zu ändern, ist noch eine andere Sache. Hier schöner Beitrag, gibt es wie gesagt auf freiesmagazin.de. Dann auch höchst interessant war OpenShift, entwickeln in der Cloud, dass man quasi Software as a Service, also eigene Programme im Internet im Webbrowser laufen lassen kann, ist hier dann beschrieben. Alles, wie man das kostenlos machen kann. Höchst interessant. Also gibt es viele Dinge, die man gegebenenfalls noch basteln kann. Mache ich vielleicht was am Wochenende, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Dann habe ich meinen Desktop noch so ein bisschen verbastelt mit Transparenzeffekten und ähnliches. Vielleicht mache ich da auch noch mal ein kurzes Video zu, denn da kommen sowieso dann Rückfragen, obwohl ich ähnliches schon mal gemacht habe. Gut. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.